Wir sind wieder zurück bei The Forest und haben eine ziemlich heftige Tortur hinter mir, also ich zumindest, weil mein PC abgeschmiert ist und ich musste komplett, ich war in irgendeiner anderen Höhle und musste jetzt wieder hier hinlaufen. Ja, und für mich war es auch schlimm. Ich musste heißen Kakao trinken und dabei Internetseiten lesen währenddessen, während ich gewartet habe. Und Kinderschokolade essen. Und Kinderschokolade essen, ja. Weil es ist ja quasi noch Weihnachten. Die du in dem Kakao quasi zergehen hast lassen. Hast du das schon mal probiert? Ist das geil? Hättest du mir mal gesagt, bevor die leer war. Verdammt. Ich stelle mir gerade vor, dass das doch ziemlich geil ist, glaube ich. Ich bin so doof. Ja, eigentlich schon, aber da bräuchte ich auch einen Löffel. Habe ich gerade nicht hier. So, hast du den wieder abgegeben? Ach, bitte, ey. Weißt du, ich hätte nicht warten sollen. Okay. So, jetzt hast du gerade gelacht wie einer von diesen Einwohnern. Was? So, ich habe jetzt am See auf Tobi gewartet. Ja, ich bin ihm schon entgegengekommen. Da wusste ich noch nicht, dass er so schlechte Witze macht. Das kann man ja auch nicht ahnen. Also, Erik, schlecht war der jetzt nicht. Komm. Na gut, eigentlich war der. War schon classy. So, das Ding ist. Wo ist die Muschi gewesen? Das war hier in der Höhle. Und das Problem ist aber, hier geht's links und rechts. Aber haben wir das schon. Ach ja, stimmt, die war ja da vorne, ne? Die Mutantenrüstung haben wir schon rausgeschnitten. Ja, genau. Ich glaube, die war schon despawned oder so. Also, es geht links. Ich würde tatsächlich zuerst versuchen, nach oben zu kommen. Weil da geht's dann irgendwie runter. Und ich glaube, da kommen wir dann in die Grube. Das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Also, das wäre natürlich langweilig, wenn wir jetzt Progress hätten im Spiel, ne? Nee, das ist ja auch vollkommen gegen uns, das, für was wir stehen einfach. Richtig. Und vor allem können wir uns merken, okay, nach unten geht's halt immer. Dann können wir wissen, okay, wir müssen immer nach unten gehen oder so tief wie möglich nach unten gehen. Keine Ahnung, was ich jetzt weiter sagen wollte, ist mir auch egal. Okay, da hinten sind Zelte und hier ist ein Seil. Und es kommt mir so vor, als war hier schon nicht, ne? Oh, achso, oh, Was denn? Also wir waren hier, ich glaube wir waren hier, oh ja, fliegende Kisten, geil. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal, hier sind die ganzen Töpfe, die hier rumfliegen. Bei mir sind die Leichen gerade oben respawned und haben dabei alle geschaukelt, so richtig ekelhaft. Das sah richtig widerlich aus. Hä, aber wenn wir hier schon waren, warum haben wir den Muschiklaus vorher nicht platt gemacht? Das ist eine gute Frage. Aber sieht aus, wir waren hier aber wirklich schon mal, ne, oder? Aber wenn wir hier runtergekommen sind, hier geht's ja sonst nirgendwo weiter, dann sind wir ja sowieso dort hinten lang gelaufen. Dann hätten wir den Muschiklaus ja eigentlich kriegen müssen. Eigentlich schon. Hier liegt ein Bild, das ich nicht mitnehmen kann. Ja, das Problem hatten wir schon mal in diesem Zelt. Daran erinnere ich mich. Das ist jetzt natürlich sehr kurios. Kurios. Das heißt, wir kamen sehr wahrscheinlich von oben, oder? Ja. Würde ich auch sagen, wo das Seil hierher kommt. Genau. So. Boah, wie viele Tücher habe ich denn jetzt eigentlich? 160. Naja, das geht ja. Hä, das ist noch genug Platz. Ja, dann nehme ich alles mit, das ist ja kein Problem. Wieso kann man selber eigentlich nicht nähen? Man hat ja Zeit, hier alles zu lernen. Okay, also wir gehen mal davon aus, dass wir von hier oben kamen. Ja, kamen. Elektra. Nebel. Ach so. Ich sehe, wir haben da unterschiedliche Präferenzen, Tobi. ich habe keine Ahnung, warum wir die Muschiklaus nicht platt gemacht haben. Vielleicht war die dann noch versteckt hinter irgendwas anderem. Oder in irgendeinem Gang oder so. Keine Ahnung. Sehr kurios. Die Spuren der Vergangenheit. Es ist der Suspekte. So, von hier kamen wir ja und jetzt geht's hier weiter. Ich glaube, hinter diesen Brettern ist nichts. Behaupte ich einfach mal. Ja, dieser Stuhl, Alter. Ein Schemel. Oh, Entschuldigung. So. Und vielleicht waren wir da unten ja auch schon. Davon ist auszugehen, Erik. Ich weiß es halt nicht, aber... was soll ich da sagen, du? Wollen wir den mal beim Runterrutschen eigentlich ausdauern? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil man sich doch irgendwie festhalten muss. Okay, hier geht's durch. Das ist schon mal sehr gut. Habe ich gerade einen Grafikfehler gesehen? Ja, gut. Nein. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das gewollt. Sieht ganz anders aus als alle anderen Höhlen hier.
Auf jeden Fall. Ist gut, dass man sich hier so gut orientieren kann hier unten. Mhm. Sofort habe ich im Kopf, wo und wann wir hier waren. Muschiklaus. Zwei Muschikläuse. Ach was. Respawn die vielleicht? Tja. Ich weiß es nicht, Tobi. Sollte man meinen, ne? Also. Oh, der kommt jetzt hierher, oder? Nee. Jetzt ist er einfach gegangen. Arschloch Klaus. Was hast du denn da geworfen? Oh ja, ein Molly, den ich nicht angezündet habe. Ah, das ist immer gut. Der denkt sich ja, du bist ein Noob, deswegen ist er jetzt sauer. Hey, wo bist du? Alter. Ey. Wow, hier ist Abgrund, glaube ich. Ich kann hier nirgendwo mehr hin. Ja, ich lenke doch nicht, alles gut. Ich häng fest, ja, alles gut, Tobi, alles gut. Mir geht's gut, danke dir. Vorsicht, das ist noch ein zweiter, ne? Weißt du. Echt? Der rennt immer, wenn ich gerade schieße. Kann ich mal aufhören damit? Aus der Haut mach ich meine Mütze! Mach ich wirklich. Okay, warte, lass ihn zurückkommen. Der soll nicht in die Schlucht fallen. Der ist aber sehr elegant in seinem Tun, oder? Wo ist denn der andere eigentlich hin? Moin! Huch! Also. Oh, ich glaube, der ist in die Schlucht gefallen. Ja, ja, mit Sicherheit. Aber erstmal ziehe ich mir diesen Muschiklaus an. Ich möchte gerne in ihm baden. So. Ah, ja, Oh, es fühlt sich so gut an. So eng und doch geräumig. Ah! Ja, ich grüße Sie. Ja, hallo. Jetzt seien Sie doch nicht so. Das sieht ja richtig gut aus, was Sie da im Kopf haben. Bitte nicht. Ich hoffe, da komme ich auf die Idee zu springen. Das wäre jetzt echt nicht so hilfreich. Das würde niemandem helfen. Alter, voll der Mad-Eagle einfach nur. So. Kann man die Beine eigentlich beiseite? Ich wollte mal... Erik, bitte. Man muss ja auch mal gucken, ob die Texturen detailgetreu sind. Nein. Ich würde gerne wissen, wo die Babys herkommen, Tobi. Das kann dir vielleicht Dr. Summer erklären oder so. Dr. Summer? Summer. Dr. Samba. So, Mutantenrüstung gesammelt. Na gut, ich wollte halt nur mal... Ich war halt nur neugierig, ob der wirklich so ein... Ich meine, der muss ja... Ein ich glaube, wir hatten hier unten aber schon mal einen Musiklaus. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen getötet. Oder war es? Ich glaube, das war genau die gleiche Situation. Ja, genau. Aber sie unterschied sich in einem. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Aber es unterschied sich in einem. Jetzt können wir klettern und schwimmen. Das stimmt, aber hier ist halt überhaupt nichts zu klettern und schwimmen. Irgendwie. Ja, am Anfang noch so voll motiviert, so, ah ja, jetzt können wir überall lang. Ja. Jetzt suchen wir überall, aber wir kommen ja nicht lang. Ja, hier haben wir die Kettensäge gefunden, falls du dich erinnerst. Ach, war das die? Ach, tatsächlich, da ist noch eine tatsächlich. Ja, also ich meine, oh. Hui. Wieso kann man keine zwei mitnehmen? Hier ist Benzin. Was sagt denn die Kettensäge eigentlich benzintechnisch? Oh, ja, weißt du, da kann ich aber auch mal hier benutzen. Und dann nehme ich mir neues Benzin mit. Zack. Ja, das ist gut. So. Bietet sich ja an. Ein sehr gutes Idee, Erik. Ja, sehr gerne geschehen, sehr gerne geschehen. Ja. Das ist ja gut, das ist ja gut. Hier lang oder ging es noch woanders lang? Nee, ich glaube, wir müssen nicht hoch. Wir brauchen dringend die Map.
Und ich dachte, wir hätten die schon. Nee, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas mitgenommen hätten. Verdammt. Weißt du, was ich jetzt essen könnte? Na? Entweder so ein richtig schönes Wiener Schnitzel mit Pommes. Ja, hatte ich gestern, ja. Oder so ein richtig geiles Stück von dem Käsekuchen, den ich jetzt die Woche gebacken habe. Jetzt hasse ich dich. Alles klar, Tobi. Oh, was ist das denn? Aha. Ah ja, achso, jetzt muss ich erstmal hier. So. Mit einer Hand. Easy going. Ja. Das ist das Beste. Ist schon klar. So. Ich meine, ich mache das auch immer mit einer Hand. Bin ich da? Hä? Ich soll ja mal gucken, wie es bei dir aussieht. Aber hey, hier, war, ja, hier waren wir jetzt aber noch nicht, ne? Hier, guck, so sieht das aus. Mit einer Hand. Alter, du bist voll der Athlet, Alter. Du bist voll der Superheld. Ja, Mann. Wie er einfach rumspringt mit der einen Hand. Alter. Das ist ein Traum. Hier waren wir aber jetzt, glaube ich, wirklich noch nicht, ne? Nee, hier, also hier können wir theoretisch noch nicht gewesen sein, es sei denn von der anderen Seite. Es sieht natürlich auch wieder ganz anders aus als alle anderen Höhlen. Aber hier liegt, guck mal, hier liegt ein vom Flugzeug. Ein Stuhl. Ja, ja, gut, das muss aber nicht von unserem Flugzeug gewesen sein, ne? Obwohl, das sieht relativ neu aus, sieht auch aus wie die gleiche Airline. Kann schon sein. Es geht hier links und es geht hier rechts. Hier ist ganz viel Fleisch. Hallo, Tobi. Was denn? Nichts. Hä? Warte mal, wir haben gerade Passagiere gefunden oder sowas. War da gerade nur Notiz? Ja. Ja. Oh, ist es schon wieder soweit? Das gab's damals. Gibt's das immer noch bei Forest, dass man Passagiere finden muss? Die beiden da vielleicht? Oder die drei hier? Was war da gerade? Oh, hat unten links gelb aufgeleuchtet. Passagiere gefunden. Hm. Oh. Guck mal hier. Oh, null. Das ist aber neu, ne? Hä? Doch, das ist neu. Das ist der Arm. Doch, das ist der Fuß, auf jeden. Du kannst das ja auch im Inventar kombinieren, ne? Ja, ja, ich hab. Macht sich ja schon automatisch irgendwie. Bei mir ist das ja schon automatisch kombiniert. Oder zumindest Heile von Timmys Spielzeug. Fehlt noch der Kopf, noch ein Bein und noch ein Arm. Mhm. Also, wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. So ist es nicht, ne? Wir waren noch nicht überall. Nee. Boah, diese Fledermäuse. Ja, genau, deswegen habe ich auch vorhin mich erschrocken. Ach, leck mich doch am Arsch. Neuer Eintrag auf der To-Do-List hinzugefügt. Ach, hier. Okay. Ja, dann weiß ich. Eine feuchte Höhle. Dann weiß ich, wo wir sind. Ja, feuchte Höhle. Ah ja, habe ich auch drauf. Ich weiß, wo wir sind. So, ich mache hier auch eine gelbe hin, ne? Hä, wo sind wir denn? Ich kann das doch nicht. Nee? Achso, das ist auf der anderen Seite von, das ist ein, ja, wie soll ich das erklären? Es ist nicht auf der Original-Forest-Seite, sondern auf der anderen Seite, da wo es zum Beispiel auch Krokodile gibt und so. Also auf der Seite mit dem, eigentlich mit dem Berg, ich weiß aber gerade gar nicht, wo der ist. Das ist aber die andere Seite. Es gibt Krokodile? Es gibt auch Krokodile, ja. Und die sind sehr unangenehm. Das glaube ich wohl. So, mal kurz gucken. Ich weiß nicht, hast du Far Cry 3 gespielt? Nee, den dritten nicht, nee. Boah, das ist... Also bei Far Cry 3 hatte ich meinen übelsten Jumpscare überhaupt. Wieso? Jemals in einem Spiel. Weil das ist... Also ich habe das gespielt gehabt und ich wusste nicht, dass es da Krokodile gibt im Wasser, die einen angreifen. Ja. Und bin halt so geschwommen durchs Wasser, weil ich halt vor Feinden geflüchtet bin. Mhm. Und auf einmal kommt das Krokodil da und attackiert einen. Alter, hab ich mich erschrocken. Boah! Upsi. Tobi, was machst du da? Ich bin empört. Was tust du da? Ich erzähl dem Reh die Story mit den Krokodilen. Ach so, das ist... Hat jetzt aber... Oh. Gut, der Körper ist schon weggelaufen. Der Kopf ist geblieben, willst du sagen. Ja. Und wem erzählst du die Story jetzt? Oder was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube ja. So. Hä, Mann, du mieses Vieh. Hast du Hunger? Also hat dein Char Hunger? Nee. Oh, Krokodile. Ach nee, da Quatsch, das ist ein Dings, okay. Jetzt sieht er überall Krokodile. Hä? Da drüben gab es. Kann man Eichhörnchen nicht töten? Ich glaube schon. Wenn man schnell genug ist, geht das. Warum muss dieser Vogel jetzt sterben?
Oh, warte, warte, Erik, ich komme, warte mal. Ja, 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 ich wollte nochmal hier hinten gucken. Warte, wie der Kopf da jetzt immer steht. Von dem Reh. Der hört immer noch ganz gespannt zu, wegen der Geschichte. Und er wird sie nie erfahren. Körper ist aber schon nach Hause gegangen, muss noch zur Arbeit, aber der Kopf hört zu. Manchmal kann ich das echt nachfühlen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Na, hier ist was los. Moin. Guten Tag. Hier, Gucci-Kofferchen. Ach, naja, will ich gar nicht anziehen. Ist wieder Schädel. Die Sticks. Ach so, kann ich. Doch, Stock gesammelt geht. Stock gesammeln geht. Stöcker nehme ich mit für die Feuer-Experience. Hier ist aber auch schön, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Weil hier hätte man auch das Haus bauen können. Hier hast du nur... Boah, Alter, wie viel... Was ist denn hier los? Was denn? Hier sind ohne Ende... Hier sind sau viele Totems. Warum? Aber so richtig viele. Erik, vielleicht werden wir das nie erfahren. Naja, wir können natürlich auch, Hupsi! Wir können natürlich auch an anderen Glauben akzeptieren lernen, ne? Das würde auch schon gehen. Das Problem ist, Menschen können das einfach nicht. Nee, nee, nee. So. Aber wie viele Schädel gerade auf dem einen Totem drauf waren, Alter. Ja, hier auch. Da sind lauter Schädel drin im Brustkorb. Vielleicht sollten wir die einfach mal stehen lassen, weil da kann man sich später noch Schädel holen, wenn man welche braucht gerade. Oder eine Kamera, Alter. Oh, oh, oh. Schmackhaft. Was ist mit mir? Was? Was? Wieso hast du eigentlich keinen Hunger? Ich hatte Hunger. Ich hab schon gegessen. Ach so, ja, ja, gut. Dann ohne mich. Ja, dann klar. Super Freund bist du. Weißt du, super Freund. Hey, ich habe einen Snack gegessen. Jetzt was? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche. Beruhig dich mal. Und warte darauf, dass mir jemand was kocht. Also hier waren wir auf jeden Fall noch gar nicht. Das ist halt gar nicht. Das ist halt... Oh, warte mal, das sind Schneebären, glaube ich. Sammle ich nochmal schnell. Das ist die andere, quasi die andere Seite der Insel. So. Ja, das ist aber was Interessantes, ne? Aber was Neues. Ja, eigentlich wollten wir durch Höhlen gehen. Mal gucken. Also wir können ja ruhig noch ein bisschen bleiben und ein bisschen erkunden. Das geht natürlich, ne? Ja. So, mach mal. Ich würde fast schon gerne... Aber ich warte mal. Ich baue mal schnell ein Zelt. Ich würde gern speichern, weil... Speichern und der Himmel voll Sterne. Ja, das sehe ich so gerne. La, la, la. La, la, la. Was machen diese Schneebären? Was bringen diese Schneebären eigentlich? Ja, ist ja gut, dass es überhaupt nicht übertrieben ist, was man für so ein kleines provisorisches Lager braucht. Ey. Vor allem, wenn du jetzt hier speicherst. Ah, nee, nach dem Schlafen geht das kaputt, ne? Oder auch nach dem Schleichern. Speichern. Das weiß ich nicht. Ich speichere nochmal. Ja, speicher mal. Ach, jetzt so. Speichern. Geil. Okay, speichere ich nochmal. So. Oh mein Gott, Erik. Ja, was denn? Ja, ich hab's gesehen. Kurz vorm Speichern habe ich dieses Buffet gesehen. Lauf, Tobi, lauf! Okay! Du bist frei, du kannst machen, was du willst. Das Schlimme ist, wir brauchen es nicht. Du kannst das Fleisch nicht mehr mitnehmen. Doch, das kann ich mitnehmen. Nein, du hast schon Fleisch. Vom anderen. Oh, da kann man nur einmal mitnehmen, oder was? Ja, du kannst 4 Stück maximal tragen. Oh, kannst du es noch mitnehmen? Nee, ich habe auch 4. Ja, ich habe die gefunden. Dann ist es jetzt umsonst gestorben. Aber gut, es stirbt halt manchmal einfach. Das ist halt Natur, mal. Ne? Manchmal sterben Dinge einfach. Tiere durch Motorsägen. Natürliche Todesursache, Motorsäge. Das passiert halt einfach mal. Da machst du halt nix. So. Ach, da bist du ja. Wir müssen hier viel weiter ins Landesinnere, Mann. Ja, wir sind dabei. Da ist Le Berg. Wir haben immer noch die Chance, das Flugzeugvorderteil zu finden, ne? Also auch wenn wir hier rumlaufen. Das wäre natürlich schon geil. Spawnt das eigentlich immer woanders, oder ist das jetzt einfach nur durch einen Patch vielleicht woanders da?
Eigentlich immer woanders. Also war immer random, hat immer so seine Locations. Ich kenne aber nur die eine, ehrlich gesagt. Die eine oder keine. Was macht mehr Damage, das Katana oder die gute Axt? Das frage ich mich halt. Steht das da? Das steht doch da, oder? Steht das da? Schaden ist so mittel und das ist fast schon die Axt, ne? Muss mal ganz kurz gucken. Katana. Aber das Katana ist viel schneller. Schaden ist nur auf. Ja, das stimmt. Der Schaden vom Speer ist höher als vom Katana. Ja, gut, dafür ist das Katana halt schneller, ne? Also das ist ja, aber dann nehme ich lieber das Speer, ganz ehrlich. Aber es gibt ja noch eine bessere Axt, die meine ich eigentlich. Ob die vielleicht noch mehr Damage macht. Wahrscheinlich ja, die ist wahrscheinlich Damage voll dann. Und vor allen Dingen, wir haben noch Zähne. Diese Zähne, die wir den Eingeborenen immer ausschlagen, ne? Die hast du auch im Inventar. Die kannst du an den Waffen anbringen und dann machst du mehr Damage damit. Krass. Kann ich auch da draußen eine bezahnte Vagina machen? Das weiß ich nicht. Die Frage ist, warum solltest du das wollen? Erik, ich weiß es doch auch nicht. So, wie er wieder rumrennt da hinten. Ja, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite angekommen der Insel. Ein Gerinsel und zwei Berge. La 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 la. Was? Hm? Ist das so ein Kinderlied? So, da drüben ist schon Schnee. Okay. Oh, wie schnell es einfach dunkel wird, als wenn jemand das Licht ausmacht. Mhm. Guck mal, hier unter mir, wo ein Höhleneingang ist. Ja, das habe ich auch gerade gemacht, deswegen bin ich hier lang gelatscht. Boah, Alter, wie ist das die Sonne oder der Mond? Ist das Sonnenfinsternis da hinten? Oh, das sieht so aus, ne? Ja, ne? Oh, sieht schon geil aus. Cool. So, du bist in die eine Richtung, dann latsch ich mal hier in die andere. Hm. Hier sieht es irgendwie so leer aus, ne? Hier ist zwar viel Landschaft, aber irgendwie fehlen Sachen. Als wenn hier nicht weitergebaut wurde quasi. Ja, ne? So, im Gegensatz zum Rest der Insel von Forest ist es hier sehr karg. Karg. Knackig. Alter. Okay, ich brauch das eh nicht. Oh, mein Hase. Ja, ja, hier auch gerade. Also ich laufe gerade in die andere Richtung von dem, wo du gerade gelaufen bist. Auch am Strand entlang, also das, was, ja, Strand entlang, ja. Wollt nur mal gucken, ob es hier vielleicht... Oh. Was denn? Ich bin dezent vom Hügel gefallen und krieg sofort Schaden, Alter. Was ist das denn? Oh. Ja, dann fall doch einfach mal vom Seil 1000 Meter in die Tiefe. Du hast keinen Schaden gekriegt, oder? Nee, aber Gott sei Dank, war aber auch ein Bug. Das wäre sonst fies, also wäre ich da gestorben, ich wäre schon aufgebracht gewesen. Ich hätte bestimmt einen wütenden Brief an die Entwickler geschrieben. Hier ist ein Totem. Ist aber auch ein stinknormales Totem, oder? Hä? Nee, das ist irgendwie ein anderes, das ist mit einem Tierkopf ein Totem. Hä? Das ist ja ein... So eins habe ich noch nicht gesehen. Mit Klebeband. Oh, ich habe ein Special-Totem gefunden, das kann man auch nicht kaputt machen. Mit einem Tierschädel drauf. Oh nein. Aber... Okay. Oh, aber da kommt ein Eingeborener. Oh, komme. Na, ich versteck mich einfach, der rennt hier vorbei. Ich sehe dein Licht da hinten leuchten, ich sehe, wo du bist. Cool. Ach, da ist ja gerade bei mir. Ja, da kommt er in deine Richtung. Ja, moin. Oh nee, das ist ein anderer. Ich sehe sein Licht leuchten und dein Licht leuchten. I see your light shining. Mach ich sein Licht mal aus, wa? Ja, mach mal bitte aus, wegen Strom sparen. Oh, jetzt kommt der andere zu mir. Moin. Oh, das ist einer von den Weißen mit den Kreuzen bemalt. Die sind fies. Wir haben die Endstufe der Eingeborenen erreicht. Wenn die so Kreuze auf dem Körper haben, dann weißt du gleich Bescheid. Boah, Alter, wie viel der frisst. Wir brauchen unbedingt die bessere Axt. Alter Schwede. Ist er tot? Ja.
Ernsthaft, Tobi? Ernsthaft? Oh, Erik. Hey, hast du auch einen Schal? Ja. Ist ja kalt hier. Das ist ein Rocket Launcher, Alter. Wenn ich mich umdrehe, guck, dann wird es zum Rocket Launcher. Oh nein. Oh. So, guck mal, hier ist ein Totem, das gibt's ja sonst nicht im Spiel. Sehe ich zum ersten Mal bei Forest. Oh, kann ich die nicht hindrücken? Ah, jetzt. Guck mal, da hat so Kreuze überall. Das sind quasi die stärksten Eingeborenen. Aber weißt du, was lustig ist? Hm? Ich glaube, auch die stärksten Eingeborenen müssten eigentlich theoretisch. Oh, das geht ja gar nicht. Oh, clever. Müssten genauso brennen eigentlich. Oh, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob die besser brennen, schlechter. Ja. Wir werden es erfahren. Ah. Ui. Ah. Hey, yo, hum, aha, da, da, da. Hey, yo, hum, ha, ja, da, da, da. Hey, Tobi, was ist das denn? Oh Gott! Oh Gott! Igitt! Was ist das? Igitt! Tobi, was ist das? Ich hau ab, Tobi! Was ist das denn? Alter, Oh mein Gott, ist das noch hinter mir? Das baut sich gerade wieder auf am Strand. Igitt, was ist das? Wow, ist das widerlich! Es ist hinter mir, ne? Ich weiß nicht, es kommt gerade in meine. Oder ist gerade aus der anderen gefallen wieder. Das sieht aus wie so Fleischschnecken. Ich glaube, einen habe ich gerade kaputt gemacht. Aber der Rest kommt gleich bestimmt. Igitt, okay. Folgendes. Wow, okay, ich muss da hinterher, Tobi. Lass mal gucken. Man trifft es gar nicht mit dem Molly. Oh doch, ich glaube, ein paar habe ich getroffen. Okay. Alter, ist das widerlich. Kommt man sich eigentlich gerade Granaten basteln? Alter, boah, macht mich ein bisschen geil. Was? Also die vertragen nur einen Schlag und wenn man nochmal reinschlägt, kommt ein Knochen raus. Nur mal so nebenbei. Alter, Hä? Was? Was? Alter, was? Oh Gott, es hat mich umgeworfen. Alter. Boah, was? Es ist direkt in mir. Es ist direkt um mich rum. Bei mir auch. Aber ich kämpfe mir den Weg frei. Mit dem Speer kommt man ganz gut an. Okay, sammelt sich ja gerade. Igitt. Okay, wenn sie jetzt aufbaut, kann man unten reinschießen und dann fällt es wieder runter. Wenn dem so ein Glied in der Kette fehlt, fällt es wieder runter. Und manche segeln durchs Lagerfeuer. Oh, ist das widerlich. Oh Gott, und ruckelig. Hat's mich erwischt? Ja, mich auch. Aber ich krieg keinen Damage dabei. Oh, ich schon. Das sieht aus wie Kackwürste. Alter, ist das cool, Tobi. Ist das cool. Vorsicht. Ha. Man muss ihm also nur zuvorkommen, wenn er nichts zusammenbaut. Der tut einem nichts, solange er nichts macht. Also, ja. Die Einzeldinger tun einem irgendwie nichts, glaube ich, aber... Mr. Hanky. Alter, okay, ich glaube, das war der letzte hier, ne? Ich glaube, wir haben es. Alter, du. Alter,
geil ist denn dieses Spiel? Wie widerlich! Alter! Weißt du, wir haben halt gerade einfach nur ums Lagerfeuer getanzt, ja. Weißt du? Da kommt halt dieses Riesenvieh und fliegt auch noch los. Hä? Alter, der Drache! Wow! Ich bin gerade ein bisschen sprachlos und freudig erregt, Alter. Okay, gut, die Knochen von den Eingeborenen haben wir jetzt nicht mehr bekommen. Oh, warte, da kommt noch eine. Ich muss dringend mal was essen. Hä, wer ist er denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, hol mal leise jetzt. Hier, ich pack uns mal, ich habe mal zwei Steaks auf den Grill gepackt zur Feier des Tages, ne? Alter, ja. So. Kommt sie her oder haut sie ab? Vielleicht will sie auch ein Steak auf dem Feuer. Ich würde erstmal gerne was essen, bevor die angreift, weil meine Ausdauer ist nicht so gut. Alter, wie geil war das denn gerade? Boah. Boah, ich liebe dieses Game. Ich liebe den Entwickler. Unterstützt die bitte unbedingt. Hallo, meine Schöne. Die hat natürlich die Dildo-Party hat sie verpasst. Wie nennt man den? Dildo Daniel? Nee. Dildo Daniel. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe leider keine Ausdauer. Oh, doch, jetzt habe ich wieder Ausdauer. Okay. Hä, wieso bist du so flink jetzt? Hör mal auf jetzt. Flink? Ist das nicht diese Popsängerin? Tobi. Bitte. Achso. Bitte, Tobi. Jetzt. Oh, wenn du die so hältst, ne? Ich habe da echt eine gute Idee gerade. Ja, was denn? Achso, hier ist noch Fleisch. Das ist jetzt angebrannt. Oh. Ich hab aber voll. Ich habe schon gegessen. Achso, ja, dann ist doch egal. Oh. Hier, da hat sie ja Fleisch, die wollte ja unbedingt. Ja, lecker Schmecker. Ah, ist es schon wieder soweit, Tobi? Ist schon wieder Folgenende? Es ist schon wieder soweit, Erik. Was ist hier los? Guck mal, wie ich jetzt darauf hinweise statt dir, damit du nicht immer der Arsch bist. Ist das nicht lieb? Das finde ich echt gut. Ich bin immer noch geschockt. Ja. Tut mir leid. Dann leg ich doch vor Freude doch mal am Kinderschokoladepapier. Wo ist denn der? Ach hier, da kommen zwei Stück. Moin! Wieso hassen die immer nur mich? Nee, hast du auch nicht. Oh, das sind drei, Vorsicht. Hallo? Das sind vier, oh. Wie viele kommen denn da noch? Da müssen wie viel Fleisch haben wir da nicht, Freunde? Ich wollte die Folge beenden, sag mal, Freunde. Ihr könnt doch... Oh, der Rolling Stone. Na komm, ich gebe halt endlich mal, Also. Ja. Oh, Vorsicht! Alter! Hey, mein Freund. So. Der ist aber sauer. Keine Hektiker, ne? Richtige Choleriker, Tobi. Richtige. Oh! Und dann, das Feuer ist aus. War da noch einer? Nee. Alles gut. Oh, habe ich das Fleisch doch drauf gepackt, ich Idiot. So. Ja. Gibt doch nichts Schöneres bei Sonnenaufgang. Nee. Und ganz ehrlich, hier in unserem Totem kann man schon mal machen. Die Frage ist nur, diese komische, also ehrlich, oh, da kommen noch zwei, oh Mann. Das war schon ganz schön hart, ihn zu bekämpfen. Und die Frage ist, kommt er jetzt auch bei uns zum Haus? Das weiß ich nicht. Wir werden es bestimmt bald erleben, wenn wir zu Hause wieder bauen. In den nächsten 50 Baufolgen. Juhu! Ja! So. Ja! Gut, jetzt haben wir erstmal schnell Folgenende, da kommen die nächsten vier. Alter, WTF. Ja, so wie zum Tor. Ja, nee, komm, das müssen wir noch jetzt machen. Oder? Nee, ach komm, machen wir in der nächsten Folge, komm. Ja gut, da müssen wir uns aber beeilen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, tschüss! Tschüss!